meiner Seite. Ja, willkommen. Freut mich, ja, euch alle hier zu sehen. Ich sehe eigentlich nur Russell. Alle anderen haben ihre Videokamera aus. Aber dann fangen wir doch schon mal an. Ich share mal eben die Präsentation mit euch. Du. So, könnt ihr die Präsentation sehen? Jawohl. Ja, perfekt. Alles klar. Gut, ja, dann zu meiner Person erstmal. Ich bin, ja, wie schon von Aubrey ja, präsentiert worden, Recruitment Consultant in Utrecht in den Niederlanden. Und ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland. Ich, ja, lebe jetzt seit fast 4 Jahren in den Niederlanden und habe auch nicht mehr vor, die Niederlande zu verlassen und zurück nach Deutschland zu gehen. Mir gefällt es hier viel zu gut. Was kann ich euch noch über mich erzählen? Ich bin tatsächlich in die Niederlande gekommen durch ein Jobangebot vor ja, etwas vor 4 Jahren. Habe für ein amerikanisches Unternehmen hier ja, gearbeitet und mich letztes Jahr ja, entschlossen, einen Karriereswitch zu machen und bin seitdem bei Untouchables als Recruitment Consultant tätig und habe es bisher auch keinen Tag bereut. Es macht mir super viel Spaß, hier jetzt in dem Team zusammen ja, Menschen zu helfen, hoffentlich ihren Traumjob hier in den Niederlanden zu finden. Und wir sind natürlich spezialisiert in Internationals, so ja, wie ich auch, die hier nicht in den Niederlanden geboren sind. Und auch ja, meistens wird Niederländisch als ja, Sprache nicht benötigt, was auch nicht schlecht ist. Nee, dadurch, ja, nicht jeder im Ausland ist jetzt, ja, sage ich mal, ja, hat irgendwo die Möglichkeit gehabt, Niederländisch zu lernen. Ja, genau. Was kann ich euch noch zu mir erzählen? Ja, warum möchte ich in den Niederlanden bleiben? Ich persönlich muss sagen, mir gefällt die Kultur in den Niederlanden, obwohl wir ja so nah beieinander sind, super gut, weil ich doch sehe, dass hier alle sehr offen sind, sehr tolerant und ja, einfach die Geselligkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ich weiß nicht, wer von euch hier schon in den Niederlanden war. Ja, das ist einfach nochmal was anderes wie in Deutschland, finde ich. Man sieht ja in den Niederlanden ganz oft auch die Leute bei kältestem Wetter draußen sitzen mit einer dicken Jacke unter einem Heizofen vor einer Bar. Und ja, ich finde, das hat einfach was. Ja, genau. Und das sind so einige der vielen, ja, Dinge, warum ich hier bleiben möchte. Aber so viel zu mir. Ich bin auch nicht der interessante Part hier heute. Gehen wir mal weiter. Ich will eigentlich erstmal was von euch auch hören. Wo kommt ihr eigentlich, ja, sage ich mal, her? Aus welchen Ländern habt ihr heute zugeschaltet? Und dann anschließend auch noch, ja, wo ihr zurzeit wohnt. Also das eine, zum einen welche Nationalität und zum anderen ja, wo wohnt ihr? In Deutschland geboren und in Italien wohnst du, Antonia. Okay. Ja, ich sehe doch, dass relativ viele von euch in Deutschland wohnen. Der Großteil, würde ich sagen. Können diejenigen, die noch aus anderen Ländern kommen, oder ja, mir, ja, hier in dem Chat. Auslandsösterreicher wohnen in Uruguay. Wow. Nicht schlecht.
Bonn und vorher in UK, Dänemark. Ja, dann doch ein bisschen verteilt. Ja, schön. Schweiz. Und ja, dann, woher kommst du? Und dann gehe ich mal zur weiteren. Wo wohnt ihr zurzeit? Es haben bisher erst 8 abgestimmt. Amsterdam, Düsseldorf, Utrecht, Den Haag, Deutschland, Schweiz, Italien. Belgien und andere. Okay, ja, super. Dann habe ich einen kleinen Einblick bekommen. Was ich gerne noch, wenn es geht, könnt ihr eure Namen ändern und hinter euren Namen eben angeben, ob ihr in den Niederlanden wohnt und einfach ein NL hinter euren Namen zufügen. Dann können wir später sehen, auch wer jetzt genau von euch schon in den Niederlanden located ist und wenn nicht. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Da kann ich euch eventuell auch persönlich ansprechen, um eure Erfahrungen hier in den Niederlanden mitzukriegen, sage ich mal. Dann eben kurz zu unserer Agenda heute. Zunächst will ich anfangen, dann auch über Untouchables, uns als Recruitment Agency kurz was zu erzählen. Dann möchte ich mit euch ins Gespräch gehen, gerade diejenigen, die schon in den Niederlanden wohnen, von euch eure Erfahrungen hier in den Niederlanden gerne hören. Das ist auch mit den anderen, die vielleicht den Plan haben, in die Niederlande zu ziehen. Auch eure Erfahrungen aus der ersten Reihe sozusagen bekommen. Anschließend oder auch Erfahrungen vielleicht von denjenigen, die noch nicht in den Niederlanden wohnen, warum ihr in die Niederlande vielleicht ziehen wollt oder sie interessant findet, was euch dementsprechend anspricht. Und anschließend gehen wir dann tatsächlich richtig ins Thema Unterschiede zwischen Deutschland und Niederlanden oder auch im Großen und Ganzen, wie ist das Leben hier in den Niederlanden? Was für kulturelle Unterschiede gibt es vielleicht, auch gerade in Hinsicht auf das Arbeitsleben? Und am Ende möchte ich dann auch nochmal von euch natürlich eure Erfahrungen hören, wieder von denjenigen, die jetzt schon in den Niederlanden wohnen, zum einen, um zu sehen, wie ging es euch, als ihr in die Niederlande gezogen seid, was ist gut gelaufen, was vielleicht waren Challenges, denen ihr entgegenkamt oder auch, wie seht ihr oder andere auch, die in einem anderen Land jetzt gerade wohnen, wie kann man sich erfolgreich, ins Land einfinden oder auch Freunde finden oder etc., sich einleben auch in die Arbeitswelt. Genau, und da haben wir dann auch noch für euch weiterreichende, Tipps, auch Links etc., die werden wir dann auch nach dem Workshop heute noch mit euch teilen. Genau, dann zunächst zu Untouchables. Ich weiß nicht, wie viele von euch uns schon kennen. Einige werden vielleicht auch schon die Workshops vorher in der Woche besucht haben. Und dann ist das jetzt eine Wiederholung für euch. Für alle anderen möchte ich es aber trotzdem nochmal durchgehen, dass ihr uns auch kennenlernt. Also wer sind wir? Also Untouchables als Recruitment Agency besteht jetzt schon 26 Jahre und wir sind spezialisiert eigentlich in Fachpersonal, die wirklich sehr gute Englischkenntnisse haben und auch noch andere Fremdsprachenkenntnisse.
Wir sind located in verschiedenen Gebieten in den Niederlanden, eigentlich alle, sage ich mal, in der Randstadt, in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht. Wir haben noch ein weiteres Recruitment-Büro in Stockholm. Genau, was wiederum aber auf Schweden dann spezialisiert ist. Jetzt für euch relevant eigentlich nur die natürlich in den Niederlanden. Wie arbeiten wir zusammen? Wir arbeiten alle ganz eng zusammen zwischen den verschiedenen Recruitment-Büros. Wie machen wir das? Wir haben, ja, wie ihr alle wisst, die Webseite, wo ihr euch drüber anmelden könnt. Hier gebt ihr eigentlich uns alle eure Daten schon an, ladet euren Lebenslauf hoch und dementsprechend können wir euch alle aus den verschiedenen Offices sozusagen online anschauen und mit den verschiedenen Stellen, die wir momentan offen haben, matchen, sage ich mal. Wir haben eine Datenbank von um die 60.000 plus 60.000 Kandidaten. Und es werden immer mehr natürlich. Und wie arbeiten wir hier auch? Wir arbeiten so zusammen, dass wir zum einen über die Datenbank zusammenarbeiten, aber auch persönlich und auch Kandidaten in verschiedenen Umgebungen sozusagen weiterreichen, da einige auch flexibel sind. Umzuziehen, sage ich mal. Und umso mehr Standorte wir natürlich haben, umso mehr Möglichkeiten für euch auch in den Niederlanden, den passenden Job durch uns zu finden. Worauf sind wir noch spezialisiert, positionsmäßig? Ja, eigentlich alle kommerziell ausgerichteten Bürojobs, also kann von Verwaltung über die typischen Kundendienstjobs sein, Marketing, Logistik, IT, Finanzwesen oder Personalwesen. Wir haben auch verschiedene Führungskräfte, die wir vermitteln. Also echt für jeden eigentlich was dabei. Und großer Vorteil, meistens ist Niederländisch als Sprache nicht so wichtig, sage ich mal. Dann zu unserem Recruitment-Verfahren, das Einstellungsverfahren erfolgt eigentlich aus 6 Schritten. Ihr meldet euch, wie ich schon gesagt habe, über unsere Website an und schreibt euch dann sozusagen in unsere Datenbank ein, wo wir dann auf euren Lebenslauf zugreifen können und auch alle anderen Informationen, die ihr uns natürlich noch zusätzlich dazu angebt. Dann könnt ihr über die Webseite schon mal sehen, welche Stellen wir momentan offen haben. Hier könnt ihr dann direkt mit unseren verschiedenen Recruitern euch direkt bei denen bewerben. In der Regel versuchen wir auch euch so schnell wie möglich dann Rückmeldung zu geben, wenn wir eure Bewerbung gekriegt haben. Und wenn wir sehen, dass es ein Match ist, dann werdet ihr meistens von uns telefonisch benachrichtigt. Und dann gehen wir mit euch erstmal kurz ins Gespräch, weil für uns unglaublich wichtig ist zu wissen, was sucht ihr, auch welche Unternehmenskultur passt zu euch und auch natürlich, was sind eure Gehaltsvorstellungen. Und von da an, wenn wir sagen, okay, ist das dann die Stelle, auf die du dich jetzt beworben hast, ist die für dich noch relevant, nachdem wir gesprochen haben, dann können wir weiter in den Prozess gehen. Oder wenn nicht, können wir schauen, sind noch andere Stellen offen, die vielleicht besser zu euch passen oder für euch interessanter wären. Dann laden wir euch in der Regel für ein 45-minütiges bis einstündiges Interview ein, wo wir einfach nochmal mehr über euch persönlich erfahren wollen, nochmal natürlich in euren Lebenslauf tiefer eintauchen, um zu sehen, was ihr schon gemacht habt. Und was wir danach machen, ist, dass wir eigentlich ein Profil über euch schreiben, zusätzlich zu eurem Lebenslauf nochmal, was wir als Person über euch gelernt haben oder auch noch Sachen, die vielleicht nicht im Lebenslauf enthalten sind. Und dieses Profil schicken wir dann an die verschiedenen Unternehmen, also an diejenigen, wo ihr die Stellen interessant findet. Und die Unternehmen entscheiden dann,
möchten wir ein Gespräch mit euch haben oder nicht? Und wenn ihr dann eingeladen werdet zum Gespräch, helfen wir euch natürlich, geben euch noch Tipps, noch mehr Informationen über das Unternehmen, vielleicht auch über den Hiring Manager, wie man am besten im Gespräch mit der Person umgeht oder was wird erwartet in dem Gespräch. Genau, da geben wir Tipps euch fürs Vorstellungsgespräch und begleiten euch da auch durch den Prozess. Dann natürlich nach dem Vorstellungsgespräch im Unternehmen, das nach Unternehmen auch natürlich unterschiedlich, und ihr positiv seid, das Unternehmen positiv ist, dann geleiten wir euch auch komplett durch die Gehaltsverhandlung und die Vertragsverhandlungen durch. Und wir wollen natürlich für euch auch das Beste rausholen. Genau. Und wenn alles klappt, dann, dann könnt ihr den Vertrag unterzeichnen und dann habt ihr hoffentlich den Job, den ihr euch vorgestellt habt, in einem Unternehmen, das sehr gut zu euch passt. Ja, und was wir immer natürlich dazu sagen, dass die Daten, die ihr uns übermittelt, nicht ohne euer Einverständnis an irgendjemand oder andere Unternehmen noch weitergeleitet werden. Das wird immer mit euch vorher besprochen. Genau. Gibt es zu uns als Unternehmen oder als Agency oder jetzt auch über den Prozess irgendwelche Fragen von euch? Okay. Da ich nichts höre, denke ich mal nicht. Bevor ich euch das Video zeige, fände ich es schön, um von einigen, die jetzt schon in den Niederlanden wohnen, vielleicht einen kurzen Eindruck zu kriegen, was sie bewogen hat, sage ich mal, in die Niederlande zu ziehen. Vielleicht arbeitet ihr auch schon hier, ob ihr vielleicht den anderen, die jetzt hier auch dabei sind und noch nicht in den Niederlanden wohnen, einen kurzen Einblick geben könnt, wie es ist, in den Niederlanden zu arbeiten oder zu leben. Ist jemand, der freiwillig sich meldet, um seine Story hier zu teilen. Ich sehe ja leider niemanden im Bild. Deswegen wäre es gut, wenn du dich dann einfach laut stellst, sage ich mal. Hallo, ja. Hallo Maurizio. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Ja, also ich heiße Maurizio, ich komme ursprünglich aus Spanien, aber ich bin in München geboren und ich bin seit 6 Monaten in den Niederlanden. Ich habe hier eine neue Arbeit bei Infosys angefangen und also die Lebensqualität in den Niederlanden finde ich sehr gut. Ich lebe in Utrecht, eine sehr empfehlenswerte Stadt, halbe Stunde von Amsterdam entfernt. Die Löhne sind sehr gut und ab heute ist alles wieder offen. Also ich glaube, wir können langsam wieder ein normales Leben haben. Und generell in den Niederlanden, auch in meiner Firma, habe ich eine tolle Erfahrung mit meinen Kollegen gehabt. Sie sind sehr offen, direkt und also nach ein paar Monaten habe ich mich schon wie zu Hause gefühlt. Okay, das ist echt super schön zu hören. Und herzlichen Glückwunsch noch zu deinem neuen Job. Und was versprichst du dir heute hier von dem, sage ich mal, auch von dem Workshop, noch welche Infos zu bekommen? Also ich wollte nur ein bisschen mehrere Optionen sehen, also und auch mehr über die Arbeitswelt in den Niederlanden. Und ich spreche ja verschiedene Sprachen und dann dachte ich, vielleicht konnte ich eventuell etwas Interessanteres finden. Okay. Also bist du offen, eventuell noch in der Zukunft wieder den Job zu wechseln und in einen anderen Bereich zu gehen? Und da bist du jetzt neugierig geworden, sage ich mal. Okay. Im Vergleich, du hast vorher in Deutschland gewohnt, in München. Kannst du vielleicht eine Sache nennen, die dir aufgefallen ist, die unterschiedlich ist? Ich finde die Holländer ein bisschen offener als die Leute in Deutschland. Aber vielleicht ist das nur meine persönliche Erfahrung. Also ich möchte nicht, dass es irgendwie sich schlecht anhört, aber
Ich fand es hier leichter, vielleicht Freunde zu machen, und ich finde, dass die Leute total offen sind und ja, Okay. ein schönes Land, um zu leben. Ja. Ich bin natürlich, ich stimme natürlich mit dir überein. Ich möchte ja auch nicht mehr hier weg. Ja, super. Danke fürs Teilen. Und vielleicht noch jemand anders, der jetzt hier lebt und der vielleicht auch eine andere, ja, Einschätzung hat oder was anderes erlebt hat oder einen anderen Unterschied nennen kann zu den, ja, wo er jetzt oder wo er vorher gelebt hat und jetzt zu den Niederlanden. Hi, guten Tag. Hi, Lucy. Kann gut zu mir zu hören? Ja, wir hören dich. Okay. Also, hallo, ich bin Lucia Rodriguez. Ich komme ursprünglich aus Brasilien, aber in den letzten 7 Jahren hatte ich in Deutschland gewohnt und ich wohne immer noch zwischen Amsterdam und Düsseldorf. Die Unterschiede, dass ich über die Arbeit verhältnismäßig, dass ich sagen kann, ist, ich finde, dass hier ist viel die Arbeitsatmosphäre, so meine persönliche Erfahrung, dass ich viel angenehmer. Leute sind sehr ernst geworden. Die Leute nehmen sich ernst, die Kollegen so mit dem Flachhierarchie. Und ich denke auch, dass die Lebensqualität, man macht früher, so in meine Erfahrung, ich mache früher Feierabend, es gibt keine großer Druck, dass ich viel arbeite, und ich finde, das ist sehr unterschiedlich, dass meine Arbeitserfahrung in Deutschland. Ja, interessant, dass du das auch sagst. Ja, das ist auch tatsächlich meine Erfahrung hier. Ja, und du möchtest jetzt auch erstmal hier bleiben. Und oder was ist dein Plan, wenn ich fragen darf? Ja klar, mein Plan ist, dass ich hier bleibe. Ich bin hier schon 2 Monate fast, und ich hoffe, dass ich hier lange bleibe, vielleicht in 10, 20 Jahren, vielleicht ziehe ich wieder, aber so heißt hier bleiben, mich gewohnt und mich in meine Karriere hier auch machen. Momentan ich arbeite aus Marketing, Oh ja. Online-Marketing, ja, und ja, ist ein bisschen für meine Erfahrung. Ja, danke schön. Und Danke. was erhoffst du dir heute auch noch aus dem Workshop? Ich möchte ein bisschen eine deutsche Perspektive oder über Niederland zu hören, ein bisschen über die Unterschiede, dass ihr präsentiert, ein bisschen Tipps und vielleicht einen Kontakt knüpfen und weiß nicht, vielleicht in ein paar Monate oder ein paar Jahre vielleicht einen Job wechseln, dann kann ich euch Unterstützung bekommen. Das ist mein Plan für heute. Okay, ja, vielen Dank. Gerne. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Wir haben ein Video vorbereitet bzw. rausgesucht, wo auch ja, ganz viele verschiedene andere Internationals ihre Meinung über die ja, holländische Arbeitswelt wiedergeben. Und das werde ich jetzt euch kurz mal abspielen. The Dutch workforce is a league apart. They're not in it for the money. They're not in it for the fame. Their ultimate goal is to achieve a good quality of life. And that is the Dutch way. Welcome to feeling at home in the Netherlands. The Dutch work to live. They don't live to work. We strive to create a good work-life balance. They work hard during office hours. They plan each day so they can finish off their tasks, so they can go home to their families and enjoy the evening. So don't mistake them for being lazy. They are extremely efficient. The Dutch are just amazing at planning. And that's one skill we internationals should learn from them. It's really important that we adapt to their agenda culture. I find that some of my Dutch colleagues have planned their agendas a long time in advance. Be on time always. Don't be late for meetings. If you miss a meeting, you might not get rescheduled for another meeting in the near future. Their agenda is packed. I find that there are too many meetings here. Brainstorm meetings, planning meetings, meetings about meetings. If a meeting is scheduled, no matter how far away it's been scheduled, it's going to happen.
So don't expect reminders prior to the meeting. If you can't make it to the meeting, inform in advance. It's important to look at meetings as an opportunity to voice your opinion. Everyone is expected to contribute to decision making. You can express your views freely. So make use of those opportunities. In most workplaces, there's low hierarchy. So don't expect your boss to give you instructions on how to get things done. You're expected to know or ask. If you're not in agreement with the decision your manager has taken, you can easily walk up to them and have a discussion. It's actually appreciated. Freedom of speech and expression makes most Dutch workplaces a level playing field. But what causes disruption in such environments is the loss of trust. In other cultures, you might find that trust is a relationship building exercise. But here, it's largely based on your skills, capabilities, and commitments. If we commit, we deliver. If we don't, we communicate. Afspraak is afspraak, or in other words, agreement is agreement. Punctuality, working independently, and transparency are crucial in winning trust. Transparency is not just about honesty. It's also about communicating things on time. If you're running into a delay, just give the heads up and explain the cause of the delay. In that way, the Dutch will help you and even work with you to solve the problem. Don't overcommit or underdeliver. Commit what you can do and do that really well. The Dutch love that. Just like feeling at home in a new country, a new workplace can also take some time getting used to. Here are some things to keep in mind. The Dutch can be brutally honest with their feedback. The manager can just tell you, Maurice, you talk too much. Whereas in other cultures, he would say, Maurice, you have great communication skills, but also some room for improvement. Sometimes the Dutch people expect that others are as direct as they are. This can be really hard for some internationals. The Dutch don't sugarcoat things. It's important to realize that they're really trying to be transparent, and sometimes they don't realize that they're coming across as rude. Directness is not always bad. It gives you a sense of where you are in their books. Don't be surprised. If we have a disagreement during work, you will be invited the next day or during the same week to have a drink. We can disagree about the work, but that doesn't mean we don't like each other as people. Humor is also used to give feedback. If you're a few minutes late for a meeting, they might say, hello, good afternoon, or something. The trick is to really not take it personally. I don't think the Dutch are good in giving or receiving appreciation. I don't know the reason why, but we become awkward when we are getting a compliment. We are more like, okay, next topic, please. If things are on track and everyone is informed, just assume that you're doing a good job. Some internationals love working here straight away. Some take some time to get used to it. But everybody likes the work and life balance here. To feel excited to go to work when you wake up is a good feeling. To go home every day after work to your loved ones is also a good feeling. To find both in the Netherlands, all you need is an open mind. And soon you will enjoy the Dutch way of balancing work and life. So, ich denke, dass das Video einfach schon mal einen sehr guten Einblick eigentlich gegeben hat in einige der Größenunterschiede auch von der Arbeitswelt, sage ich mal, in anderen Ländern, gerade auch in Deutschland und den Niederlanden. Ich habe hier auch nochmal eine Studie rausgesucht, die das auch nochmal mehr oder weniger widerspiegelt, die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Beginnen möchte ich eigentlich mit der Power-Distanz, wo man aber eigentlich auch sieht, nach Distanz auf Deutsch, dass das gar nicht so einen riesen Unterschied macht. Persönlich muss ich sagen, okay, das sind hier auch sehr viele Durchschnitte, wieder auf persönlicher Erfahrung teilweise anders, auch abhängig dann wieder von den Umständen oder in welchem Unternehmen man auch angestellt ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sehen, dass die Niederlande echt unabhängiger sind, was das angeht, Hierarchie einfach nicht so den Stellenwert hat wie in Deutschland.
hier sieht es aus, als, also in der Hinsicht Power Distance höher, dass die Hierarchie flacher ist in die Richtung. Coaching ist sehr viel, was in den Niederlanden auch gerade von Führungskräften angewendet wird, im Gegensatz zu Deutschland, wobei da auch die Coaching-Kultur mehr und mehr durchkommt. Hier ja, wird auf Augenhöhe kommuniziert. Wie gesagt, abhängig ist es ein Durchschnitt, von welchem Unternehmen man, für welches Unternehmen man arbeitet. Aber an sich ist man nicht so weit voneinander entfernt, egal welche Position man in Unternehmen innehält. Wenn man sich dann wieder in die Niederlande und in Deutschland im Vergleich anschaut, beide Länder sind sehr individualistisch, kann man jetzt wieder vergleichen, zum Beispiel mit Ländern, die vielleicht südländisch, mehr im Süden liegen. Hier zählen in beiden Ländern mehr, das zählt mehr das Individuum. Es steht mehr die Selbstverwirklichung im Fokus, in den Niederlanden noch mal stärker als Deutschland. Hier wird eigentlich Sorge getragen für die unmittelbare Familie. Aber sonst steht auch, gerade wenn man sich Beziehungen in den Niederlanden anschaut, ist natürlich jetzt auch wieder sehr abhängig und auch persönliche Erfahrungen. Aber im Großen und Ganzen, Beziehungen zwischen Männern und Frauen hier sehr stark, dass Frau und Mann noch ihr eigenes Leben komplett behalten und Frauen Wochenenden mit ihren Freundinnen planen und Männer und Sport etc. Und man sehr viel investiert in sein persönliches Leben und auch seine persönliche Karriere. Und das ist sehr stark in den Niederlanden ausgeprägt, noch etwas stärker als in Deutschland. Wenn man sich dann anschaut, Masculinity, was bedeutet das? Die Niederlande sind ein eher feminines Land oder Gesellschaft, sagt man. Und das bedeutet eigentlich, dass, das haben wir jetzt eigentlich auch schon öfter gehört, Deutschland ist sehr stark noch an Erfolg und etwas erreichen ausgerichtet, sage ich mal. Was heißt, dass Leistung von klein auf eigentlich schon in der Gesellschaft vorherrscht, sieht man auch ein bisschen im deutschen Schulsystem, dass man schon mit 10 eigentlich oder entschieden wird, wo der Weg hingeht. Man lebt mehr, um zu arbeiten. Und man zieht auch sehr viel Selbstwertgefühl aus den Aufgaben auf der Arbeit in Deutschland noch mal stärker als in den Niederlanden. Und Status, wenn man sich Deutschland anguckt, auch gerade in Hinsicht auf teure Autos, Uhren oder irgendwelche technischen Geräte, ist doch noch stärker in Deutschland vorherrschen als in den Niederlanden, wo echt das Gleichgewicht zwischen dem Leben und der Arbeit wirklich super Vorrang hat und auch die effektive Führungskräfte einfach probieren, ihre Mitarbeiter mit einzubinden bei der Entscheidungsfindung und es weniger hierarchisch von Stelle geht. Auch hier wieder die Niederlande oder die Menschen in den Niederlanden legen sehr viel Wert auf Gleichheit, Solidarität, Qualität im Arbeitsleben. Was vielleicht in Deutschland wiederum nicht so die Rolle spielt für jeden im Durchschnitt. Dann Uncertainty Avoidance, was bedeutet das? Da sind die Niederlande und Deutschland relativ nah beieinander. Beide versuchen doch Unsicherheit zu vermeiden, dementsprechend zu planen, viele Regeln einzuführen. Kann man tatsächlich jetzt auch ein bisschen den Unterschied anschauen, wenn man sich Corona anschaut. Wir sind seit heute wieder sehr frei, was das angeht. Alle Regelungen wurden abgeschafft in Deutschland. Noch sehr stark
ja, Regeln und das Leben, das konform dazu abläuft. Auch gerade in dem Beginn von Corona hat man gesehen, wir viel langsamer hier Schritte gemacht als jetzt in Deutschland, was ja, Zukunftsplanung anging und auch ja, Unsicherheiten vermeiden. Hier kann man dann auch wieder sehen, bei den Long-Term Orientation Deutschland sehr planungsfreudig im Versuch, auch irgendwie im Detail vorauszuplanen. Ja, und ja, möglichst nichts dem Zufall zu überlassen. Da kann man auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen, dass ja, wir starken ja, Augenmerk auf ja, Ergebnisse da gerichtet werden. Genau, und Indulgence, das ist, finde ich persönlich, eigentlich auch einer der größten Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland, mentalitätsmäßig in allen verschiedenen Bereichen. Die Niederlande sind doch eine sehr, sehr nachsichtige Kultur. Es ist allgemein die Bereitschaft sehr groß, dass man den Impuls folgt, ja, auf, ja, in Bezug auf die Wünsche, die man hat, auf Lebensfreude oder auch Spaß, dass man die verwirklicht und dass man eine positive Einstellung zum Leben hat und auch eher zum Optimismus neigt. Da auch wieder gerne der niederländische Spruch, kommt gut, so wird schon alles gut werden. Einfach mal gehen und machen und schauen, wird werden jetzt nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Ja, wie gesagt, wieder Life-Work-Balance, super wichtig für die Niederländer. Im Gegensatz zu Deutschland kann man nicht sagen, dass es dort nicht auch ist und auch dort immer mehr ja, an Wichtigkeit gewinnt, aber doch wird ja, Deutschland noch als eher eine zurückhaltende ja, Kultur gesehen, die doch teilweise noch zu Zynismus und mehr Pessimismus ja, neigt jetzt als die Niederlande, obwohl wir so nah aneinander leben. Und ja, hier ist auch wieder ein bisschen ja, in die Richtung, dass Freizeit und die Befriedigung der eigenen Wünsche vielleicht zurückgestellt wird, ja, des Status wegen oder des Job wegen, weil man doch aufgrund, ja, des Drives in die Richtung des Status, ja, dann das voraus oder, ja, na, mein Deutsch heute. Wichtiger, ja, wichtiger einfach, als wichtiger sieht, als sich dann selbst, ja, zu verwöhnen oder seinen eigenen persönlichen Wünschen nachzugehen. Genau. Das zu den Unterschieden. Es gibt natürlich immer Klischees, die aufkommen. Niederländer gelten für die Deutsche als super offen, locker und unkompliziert. Und durch die legere Haltung kann es halt auch manchmal Deutsche irritieren, auch in der Arbeitswelt, weil sie dann vielleicht ja, damit nicht rechnen oder es auch vielleicht als eine Nachlässigkeit interpretieren. Und Niederländer im Gegensatz dazu halten dann Deutsche oft für ehrgeizig, gründlich, hört man ganz oft. Eines der Wörter, die eigentlich fast jeder Niederländer hier beherrscht. Aber auch als zurückhaltend, gerade in den ersten Begegnungen, wo wir jetzt auch vorhin gehört haben, dass eigentlich Niederländer sehr, sehr offen sind. Oder auch als perfektionistisch. Ja, dann möchte ich noch auf verschiedene ja, Sachen oder auch Regelungen eingehen, die sich unterscheiden. Tatsächlich haben wir da jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen. Work-Life-Balance, auch im OECD-Index stehen die Niederlande etwas höher als Deutschland. Das heißt, das Gleichgewicht ist ja, in den Niederlanden doch etwas mehr gegeben als in Deutschland. Kann man sich auch mal die Zahlen angucken, wie viele Menschen oder Leute in den Niederlanden eigentlich Teilzeit arbeiten. Hier auch meistens bei Jobausschreibungen 32 Stunden oftmals möglich. Flache Hierarchien haben wir auch schon oft gehört. Es ist tatsächlich so, wenn man in den Niederlanden beginnt zu arbeiten, ist es in den meisten Unternehmen wirklich auch so, dass
ja, flache Hierarchien vorherrschen, jeder sich natürlich mit Du anspricht. Es gibt in dem Sinn nicht wirklich ein Sie, vor allem nicht im Unternehmens-Environment. Es ist wirklich auch oft so, dass in Meetings jede Meinung zählt. Das auch wie in dem Beispiel hier genannt, dass ein Praktikant zum CEO gehen kann und seine Meinung äußern und das wird dann auch geschätzt, was vielleicht barrieremäßig in Deutschland manchmal gar nicht so möglich ist, weil auch die Führungskräfte mehr abgeschirmt sind von anderen Mitarbeitern im Unternehmen. Dann, das habe ich auch schon kurz angesprochen, Formalitäten. Ist tatsächlich sehr anders in den Niederlanden. Hier spricht sich eigentlich jeder mit dem Vornamen Du und per Du an. Und das Sie wird eigentlich eher als Steifheit oder Hierarchiebewusstsein auch noch in den Niederlanden wahrgenommen. Was aber nicht heißt, wenn man sich duzt, dass man sich anders behandelt. Also es ist natürlich immer eine Frage des Respekts und man ist jetzt dann auch nicht der beste Freund oder eine Verhandlung wird anders geführt, weil man auf dieser Ebene kommuniziert. Sieht man auch schon tatsächlich im Studium in den Niederlanden, in Deutschland doch häufig noch, dass man per Sie, Herr Doktor, irgendwas schreiben muss. In den Niederlanden schreibt man Hey Hans oder sowas zu seinem Dozenten. Dann auch noch gut zu wissen, gut ist gut genug. Das kann vielleicht auch für Deutsche manchmal frustrierend sein. Wir in Deutschland haben vielleicht doch einen sehr hohen Anspruch von klein auf vermittelt bekommen. Perfektionismus ist doch in der deutschen Kultur noch was oftmals mitlebt. Detailverliebtheit, Streben, klar, natürlich auch wieder Großen und Ganzen auch ein bisschen abhängig von der Person. Aber in den Niederlanden ist es doch oft so, dass nicht das Projekt schon direkt im Detail durchgeplant ist und erwartet wird, dass alles gelöst ist, wenn man das bespricht, sondern man geht oft in die Diskussion, was vielleicht auch für den Deutschen frustrierend sein kann oder auch unerwartet, dass man dann nochmal echt alles bespricht und dann eine Strategie verfolgt und während dieser Strategie dann nochmal anpasst und eigentlich nicht unbedingt nach Perfektionismus, sondern nur nach einem sehr guten Ergebnis strebt. Zum Mutterschutz, auch das ist anders in den Niederlanden. In Deutschland ist das ja doch relativ lang. In den Niederlanden sind es 16 Wochen, die man gesetzlich bekommt. Und es sind meistens so 6 Wochen vor dem Schwangerschafts vor der Entbindung, den Geburtstermin und 10 Wochen nach der Entbindung. Danach geht es dann wieder zurück auf den Arbeitsplatz. Auch Elternzeit unterscheidet sich zu Deutschland. Hier sind es 2 bzw. 5 Tage für den Partner und die bezahlt sind, sage ich mal. Krankheitsbedingte Abwesenheit, auch das unterscheidet sich. Hier in den Niederlanden ist nur ein Anruf notwendig und das Wort genügt eigentlich, dass man sagt, man ist krank. Wenn man dann doch länger krank ist, gibt es hier einen sogenannten Abo-Dienst, der zusammen, also jeder ist Unternehmen ist mit einem Abo-Dienst in Zusammenarbeit und von einem Mitarbeiter vom Abo-Dienst wird man dann nach einer Zeit dann doch angerufen und es wird geschaut, gerade auch bei Langzeitkrankheit, wie können wir den Mitarbeiter unterstützen, dass er wieder schnell zurückkommt, auch wenn es zum Beispiel psychisch bedingt wie Burnout ist etc., kriegt man dort dann Unterstützung. Genau, auch noch anders ist, dass in Deutschland nach, ich glaube, es sind 6 Wochen, die Krankenkasse ja dann den Lohn weiter bezahlt. Hier in den Niederlanden ist es gesetzlich verpflichtet, dass ein Unternehmen mindestens 1 Jahr 100% zahlt und im 2. Jahr, je nachdem, was für ein Arbeitsverhältnis oder welchen was für einen Vertrag man hat mit dem Unternehmen, im 2. Jahr 70% kriegt man von seinem Gehalt noch weiter bezahlt. Ist man danach noch nicht gesund, geht man dann ins öffentliche System ist der Arbeitgeber ist auch nicht verpflichtet, den Vertrag dann noch aufrecht zu
aufrecht zu erhalten mit den Mitarbeitern. Viele Unternehmen zahlen auch im zweiten Jahr noch 100%. Das ist ein bisschen abhängig. Genau, Urlaubsgeld in Deutschland ist das nicht gesetzlich festgelegt. Hier sind es in der Regel 8%. Gibt verschiedene Verträge. Manchmal ist es ein bisschen mehr. Verhandlungen, habe ich auch schon gesagt, sind für Deutsche manchmal im Gefühl unstrukturiert, vielleicht auch frustrierend, weil sie das nicht erwartet haben, weil man nochmal offen alles auf den Tisch legt und alle Optionen und Meinungen durchdiskutiert, bevor dann eine mündliche Lösung vereinbart wird. Dann zur Sprache, Niederländisch-Deutsch, sind natürlich eine Sprachfamilie, aber man sollte aufpassen, klar, manche Wörter oder im Wortschatz sind die gleichen, aber nicht immer der Fall, kann auch schief gehen und ein bedeutender Unterschied ist definitiv die Grammatik, die Wortstellung ist doch etwas anders. Gemeinsamkeiten, ja, habe ich jetzt nur zwei aufgeführt, hatten wir schon mal vorher. Direkte Kommunikation, persönlich würde ich sagen, wir Deutsche neigen teilweise doch noch mal mehr, um den heißen Brei rumzureden. Meine Erfahrung, sage ich mal, Niederländer sind noch mal etwas direkter, wie auch schon vorher gesagt, kann für Kulturen, die es nicht gewöhnt sind, erstmal sehr eine Gewöhnungssache sein, sage ich mal. Pünktlichkeit, wie in Deutschland, super wichtig, auch hier. Allgemein, einfach mal so ein paar mehr oder weniger allgemeine Unterschiede in den Niederlanden, wenn man hier lebt. Kartenbezahlung, in Deutschland ist man doch noch viel mit Bargeld beschäftigt. Hier kann man eigentlich fast jeden Centbetrag in den Niederlanden auch echt mit Karte bezahlen. Gut, Fahrradwege, was hier sehr stark stattfindet in den großen Städten, dass die Zentren autofrei werden sollen. Dementsprechend natürlich Land der Fahrräder, ist alles super gut ausgebaut und mehr werden die Autos aus den Zentren verdrängt. Mindestalter, Alkoholkonsum unterscheidet sich auch in den Niederlanden. In Deutschland ist es ja doch noch 16 für Bier und Wein, soweit ich weiß, und hier ist es 18. Trinken in der Öffentlichkeit, so wie in den USA, ist nicht erlaubt. Ich würde behaupten, die Polizei hier ist eigentlich noch relativ entspannt, aber man sollte es eigentlich nicht tun, weil es nicht gern gesehen wird. Dann Leitungswasser, Restaurants, ist auch was, was sich sehr stark unterscheidet in Deutschland und den Niederlanden. Hier kannst du überall, wo du essen oder trinken gehst, kostenloses Leitungswasser bestellen. Und es gibt eine Einfuhrsteuer, wenn man sein Fahrzeug von Deutschland mit in die Niederlande bringt. Man sollte sich vorher informieren, es kann ziemlich teuer werden. Auch natürlich generell die Haltungskosten in den Niederlanden für ein Auto sind teurer als in Deutschland. Genau, das sind jetzt einfach nur mal aus Witz noch ein paar extra Vergleiche. Für mich jetzt die Frage: Sind von euch jetzt noch Fragen, Vergleich Deutschland-Niederlande, die ihr habt in Sachen Leben oder auch Arbeitswelt? Ja, Russell? Ja, ich wollte hier fragen, wie ist es mit der Steuer? Ich habe mitbekommen, da ist ein gewisser Unterschied, dass es ein Tick höher ist in Holland als in Deutschland. Wie spürbar ist dieser Unterschied? Also natürlich ist es abhängig von den jeweiligen Steuerklassen, aber. Ja. Das ist tatsächlich abhängig von der Steuerklasse. Du lebst ja momentan in Deutschland. Genau, ich wohne in München, ja. Ja. Also in den unteren Steuerklassen würde ich behaupten oder weiß ich eigentlich, dass die Steuer etwas weniger ist und man
mehr rausbekommt als in Deutschland bei den geringeren Gehältern. Wie es oben aussieht, muss ich ganz ehrlich zugeben, weiß ich nicht genau. Ich bin kein Steuerexperte und Steuern hier in den Niederlanden sind sehr einfach zu abzuhandeln. Ja. Das ist tatsächlich, du machst das alles online und es ist eigentlich schon vorgefertigt und du guckst noch einmal nach und drückst auf den Knopf. Daher bin ich nicht der Spezialist da, das müsste ich nachgucken, kann ich dir aber gerne Infos zuschicken. Cool, danke. Was vielleicht auch interessant ist, wenn man mehr als 100 Kilometer weg lebt für, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es sind, für 1, 2, 3 Jahre, bevor man in die Niederlande zieht, kann man sich für die 30% Tax Rule einschreiben. Muss man auch wieder ein gewisses Gehalt für verdienen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und das kann man 5 Jahre bekommen. Das heißt, dass man 30% von seinem Gehalt nicht versteuern muss. Was doch interessant ist. Ja. Ist das diese sogenannten, also diese Expat-Regelung zum Beispiel? Genau. Ja. Nur wenn man entsendet wird oder? Okay. Ja. Nee, das ist nicht, wenn man entsendet wird, auch wenn man in die Niederlande neu zieht, aber mehr als 100 Kilometer vorher weggelebt hat von der Grenze von den Niederlanden. Okay, ich hätte auch noch eine kurze Frage. Gut. Jetzt. Ich hätte noch eine kurze Frage. Mhm. Ich weiß nicht, ob der andere Teilnehmer jetzt fertig ist oder ansonsten warte ich noch. Russell, wir haben dich nicht ganz verstanden. Ihr habt beide überlappt. Ich war fertig mit der Frage und habe gedacht, dass diese 100 Kilometer Geschichte eine coole Sache ist eigentlich. Ja. Ich war dann damit fertig. Ja, für dich als in München wohnender auf jeden Fall interessant. Definitiv. Okay, ja, dann darfst du. Ich habe jetzt leider nicht deinen Namen. Ja, Antonina. Eine kurze Frage und zwar, inwieweit spielt das Alter eine Rolle bei den Bewerbungen und wie reagieren die Firmen darauf? Sagen wir mal über 40, über 50. Kann das zu einem Ausschlusskriterium werden? Oder wie? Also in Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass das schon sehr stark eine Auswahl beeinflusst. In Holland weiß ich nicht und wollte kurz deine Meinung dazu hören. Mhm. Ja, also eigentlich im ganzen Recruitment-Prozess fällt es unter Diskriminierung, wenn es in die Richtung geht. Wir haben natürlich jetzt da auch Erfahrung und was sich auch sehr stark, finde ich, in den Niederlanden zu Deutschland unterscheidet, ist, dass es sehr stark darauf ankommt, wenn du eingeladen wirst zu einem Gespräch, wie ist der Fit zwischen euch menschlich? Dann kann es auch, also es ist doch dann doch stärker, dass Hiring oder das eingestellt wird aufgrund deines Mindsets, deiner wie du rüberkommst und deine Erfahrung, Alter etc. darf eigentlich keine Rolle spielen. Und was wir so sehen ist, solange die Beziehung gut in dem Interview klappt und man gut miteinander übereinstimmt in den meisten Punkten, spielt es keine Rolle. Es ist natürlich klar, wenn in einer Firma, also das Personal relativ jung ist, also durchschnittlich zwischen 20 und 30, wird die Firma natürlich nicht interessiert sein, es sei denn, es geht jetzt um eine Führungsposition, jemand Älteren einzustellen, schätze ich mal, weil das muss natürlich auch, wobei es gibt natürlich auch wieder eine andere Schule, die sagt, okay, es ist auch gut, wenn es vom Alter her durchgemixt ist, also jung und auch älter. Wie siehst du das? Das ist eigentlich genau, was du sagst. Es ist sehr abhängig vom Unternehmen, von der Unternehmenskultur, wie es reinpasst. Ne? Manche sind halt auch darauf aus, dass sie dann natürlich Jüngere einstellen, auch gehaltstechnisch gesehen. Aber letztendlich sehe ich, was wir so hatten, bisher nicht das Unternehmen da sehr stark drauf achten oder das jetzt jemanden ausschließt. Was eigentlich immer sehr wichtig ist, wenn du die Erfahrung mitbringst und dann auch noch die Qualifikationen mit Sprachen, das gibt dir in der Regel eigentlich immer einen Vorteil. Gerade jetzt auch
was man auf dem Markt sieht. Die meisten Stellen, die wir auch reinbekommen, sind, dass ja, hier deutschsprachig Mitarbeiter gesucht werden und auch Französisch ist, sind ja die größten oder ist die größte Nachfrage danach. Und dann spielen auch viele Sachen dann nicht mehr so stark rein, außer dann der Klick, sage ich mal. Und was ich auch sehr, sehr schön finde bei den Niederlanden, dass doch echt das Mindset ist, ja, dass die persönlichen Qualitäten eines Menschen auch eine Rolle spielen und nicht nur die fachlichen oder andere Sachen, die dann reinspielen, wie Alter etc. Aber wie gesagt, darf man eigentlich auch nicht wegen Diskriminierung. Okay. Und dann noch kurz so als zum Schluss, wie sieht es mit Italienisch aus? Ist das gefragt oder so nebenher läuft das dann noch? Kann dann sein, dass das noch extra als Option dann noch gefragt wird? Weil ich weiß, dass zum Beispiel jetzt mittlerweile einige italienische Firmen in Holland ihren Firmensitz nach Holland verlegt haben. Also von daher meine Frage. Ja, also Italienisch haben wir auch sehr viele Stellen, ist natürlich wieder ein bisschen abhängig, würde ich sagen, auch von in welchem Bereich. Wir haben aber auch ziemlich breit, also wir haben in Supply Chain Richtung Italienisch, in Customer Service haben wir häufig Italienisch. Wir haben es aber auch schon in Research-Positionen gehabt, also es ist doch auch querbeet. In der HR-Position hatten wir es erst gerade als Executive Assistant. Also es ist eigentlich auch im Großen und Ganzen eine gefragte Sprache. Und es ist nicht nur so, dass es dann, wie du gerade sagst, dass es das italienische Unternehmen sind, sondern auch echt Unternehmen, die dann mit Italien stark im Austausch sind oder ja, im italienischen Markt ja, Fuß fassen wollen oder schon Fuß gefasst haben und das aus den Niederlanden regeln. Ja. Okay, ja, gut, schön, vielen Dank. Ja, genau. Noch andere Fragen? Ja, hier ist Carina. Ich habe noch eine Frage und zwar hatte ich die Erfahrung gemacht in anderen Ländern, zum Beispiel in Paris, dass die Franzosen doch sehr unter sich geblieben sind und man dann eher mit den anderen Expats Kontakte geknüpft hat und man dann so eine Expertblase hatte und eigentlich hauptsächlich mit denen zusammen war, wobei mir viele gesagt haben, dass es schwierig ist, mit den Parisern in die Pariser Clique so aufgenommen zu werden. Und ja, deswegen wollte ich nochmal nachfragen, welche Erfahrungen du da gemacht hast, ob die Niederländer da etwas aufgeschlossener sind mit Kontakt knüpfen oder ob das auch eher so ist, dass man dann so mit den Expats befreundet ist und die Niederländer unter sich etwas machen. Ja, vorhin haben wir ja schon gehört von Maurizio, dass er es sehr einfach fand, hier Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er da ausschließlich Niederländer meinte oder auch gerade im Expert Circle. Von meiner persönlichen Erfahrung, ich habe mittlerweile auch recht viele niederländische Freunde, aber ich sage es so, Holländer sind sehr offen im Allgemeinen, ist auch wieder sehr abhängig, in welchem Kreis man verkehrt, aber im Großen und Ganzen sehr offen, man hat ein gutes Gespräch, man kann einfach sich miteinander unterhalten, aber Freundschaften zu entwickeln und in den meistens langen Kreis oder lang bestehenden Freundschaftskreis einzudringen, sage ich mal, das erfordert oftmals doch echt persistent Arbeit. Und ich empfehle immer, lern die Sprache. Ja, fast jeder Niederländer spricht fließend Niederländisch, aber nicht jeder hat Bock, Englisch auch in der freien Zeit zu sprechen. Es weiß man ja auch selber wahrscheinlich von sich in seiner eigenen Sprache, kann man meistens die Sachen besser ausdrücken als in der Sprache, die nicht Muttersprache ist. Ich heute nicht, aber das ist eine andere Sache. Aber nee, daher, man merkt doch schon, dass es das schwieriger macht, wenn man die Sprache nicht spricht. Bei mir war es tatsächlich, ich war sehr frustriert am Anfang und hatte das Gefühl, das will nicht so ganz. Seit ich Niederländisch spreche, ist das eine ganz andere Sache. Was ich aber hier, können wir jetzt eigentlich auch schon direkt drauf eingehen, was ich auch höre von anderen, auch sobald es dann irgendwie auf Drinks, After-Work-Drinks zusteuert, ist es so, dass
ja, dass dann Niederländisch zwischen den niederländischen Kollegen gesprochen wird. Und dann steht man halt ziemlich blöd da, wenn man die Sprache nicht spricht. Oder man fühlt sich vielleicht auch ausgeschlossen. Deswegen hier kann ich nur echt empfehlen, lernt, wenn du hier länger leben möchtest, die Sprache. Auch wenn es B2-Niveau ist, jeder ist auch echt super, jetzt habe ich nur das Holländische Wort, super freundlich und freut sich total, wenn man einfach den Step geht und die Sprache lernt. Ja. Beantwortet das deine Frage? Ich denke, das hat es beantwortet. Sorry, ich war flottlos. Ja, vielen Dank. Ja. Okay. Noch andere Fragen? Oder Erfahrungen in der Hinsicht? Das war jetzt auch tatsächlich nur meine Erfahrung natürlich. Kann natürlich für andere viel einfacher gewesen sein. Russell? Ja, also bei mir geht mir die Frage, bei mir geht es jetzt darum, also ich bin doppelte Staatsbürger, also ich habe einen deutschen und einen britischen Pass. Wie ist es, wenn man in den Niederlanden wohnt? Ist man dann angemeldet mit einem Pass? Weil ich hatte da irgendwas gelesen, dass man so eine Art Flight Risk ist, wenn man zwei Pässe hat, oder wie ist es da? Das ist eine gute Frage. Da kann ich dir jetzt direkt nicht eine Antwort drauf geben. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber werde ich auch schauen und dir zusammen mit den Texas zuschicken. Cool, danke. Ja. Okay. Mir ist noch kurz eingefallen, wie sieht das mit den Urlaubstagen aus in den Niederlanden? Also in Deutschland ist es ja so, das ist ja auch von dem Land abhängig. Also zum Beispiel Bayern hat mehr Tage als im Norden. Wie ist es in den Niederlanden? Ja, zum einen zu den Feiertagen. Feiertage in den Niederlanden sind, muss ich sagen, nicht so häufig. Um es nett auszudrücken, es sind nicht viele. Also in Deutschland sind wir da sehr verwöhnt. Wenn es jetzt auf, wie heißt das, Urlaubstage kommt, so, das ist das Wort, es sind in der Regel 25 in den Niederlanden, also bei den meisten Unternehmen. Bei manchen Unternehmen gibt es sowas wie ATW-Tage, das sind dann so Ausgleichstage, die dann noch oben drauf kommen, für Überstunden etc. Nicht in allen Unternehmen muss man diese oder arbeitet man diese Überstunden. Es kann sein, dass sie einfach nur zusätzlich dazu da sind, einfach um die Work-Life-Balance wieder aufzuhalten. Persönlich gibt es in Unternehmen auch, in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, manche haben dann auch dieses Unlimited Urlaubstage eingeführt. Das geht auch in den Niederlanden. Ist sehr amerikanisch, ist meistens auch dazu gedacht, dass man weniger Urlaub nimmt als die 25. Soweit ich weiß, sind es aber mindestens 20, die man geben muss. Verbreitet sind aber eigentlich in der Regel 25 oder mehr. Okay, ja, danke, danke. So. Noch andere Fragen? Wir sind leider ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, das ist okay. Ja, Russell? So, ich nutze es komplett aus, sorry. ganz cool, ja, weil ich vorhabe, mit meiner Freundin nach Utrecht zu ziehen. Ich habe gehört, dass die dass der Wohnungsmarkt da relativ angespannt ist. Wie ist es, also ist es noch so zur Zeit und wie findet man eine gute Wohnung? Ja, der Wohnungsmarkt generell in der Randstadt ist, ich bin ganz offen, ist eine Katastrophe. Ja. Die Preise sind extrem hoch. Man findet sehr schwierig was. Was ich immer empfehle, so habe ich tatsächlich auch immer Glück gehabt, ist, dass man echt jeden Tag bei Funda NL und Pararius heißt das andere, glaube ich, schaut und sobald was online geht, also eigentlich sich Mitteilungen einstellt, dort sich bei denen meldet. Was ich auch empfehle, ist, es auf Niederländisch zu machen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für euch schwierig, weil die Chance dann immer noch mal höher ist, dass man auch als Niederländer was kriegt. Es gibt auch dann Expert bleiben, sage ich mal, aber die sind doch immer sehr, sehr, sehr teuer.
Ich kann dir auch noch mal was raussuchen zum und auch ja, ein paar Seiten schicken, was auch immer gut ist. Dadurch habe ich auch tatsächlich meine Wohnung gefunden, Neubauprojekte. Wenn man sich da einschreibt, dann ist auch noch mal die Chance größer, was zu kriegen. Mhm. Cool. Danke. Dieser angespannte Wohnungsmarkt bezieht sich da jetzt nur auf Utrecht oder ganz Holland? Also zum Beispiel Eindhoven, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, oder hängt das, ist es stadtabhängig? Oder sind einige Städte einfach mehr gefragt und da ist es natürlich dann schwieriger oder ist es generell schwierig? Das ist tatsächlich ein bisschen abhängig von der Stadt, vor allem Utrecht und Amsterdam, Den Haag, ja, Rotterdam, so die großen Städte, da ist es doch recht schwierig und vor allem teuer ist es. Also die Preise sind hier schon extrem. Utrecht und Amsterdam haben es auch gerade ja, europäisch oder ja, doch, nee, weltweit haben sie es auch echt in die Platz 10 der teuersten Städte geschafft. Gut, München ist auch mit dabei, aber Eindhoven, soweit ich weiß, kann ich mal fragen, da haben wir ja auch ein Office. Soweit ich weiß, ist es noch etwas besser, gerade auch so rundrum Eindhoven, als jetzt Utrecht zum Beispiel, weil hier auch noch sehr viele Studenten sind, das macht es noch mal angespannter, die Situation. Das ist in Eindhoven nicht der Fall. Okay, und Maastricht wird wahrscheinlich auch eher teuer sein, schätze ich mal. Da gibt es auch sehr viele internationale Organisationen. Das stimmt, aber es gehört nicht zur Randstadt. Und die Randstadt, das ja jetzt hier in Utrecht, Amsterdam, Gegend ist, da ist es tatsächlich schlimmer. Und dadurch, dass Maastricht auch noch relativ nah an Deutschland ist, hat man da noch ein bisschen mehr die Ausweichmöglichkeit, sage ich mal. Okay. Ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Ich wohne ja an der Grenze zu Maastricht in Lüttich. Ja. Und viele, die in Maastricht arbeiten oder ja, die und ein bisschen Geld sparen wollen, die wundern in Belgien, weil da die Mieten günstiger sind als direkt in Maastricht. Ja, ja. Das okay. Ist ja. Gut zu wissen, danke. Noch weitere Fragen? Nein? Ja, dann würde ich jetzt noch kurz dazu, was ich, das sind eigentlich so allgemeine Tipps, was ich geben kann, wenn man in die Niederlande kommt. Es wurde ja auch gefragt, es kann schwierig sein, hier Fuß zu fassen und frustrierend am Anfang. Deswegen sage ich, wie gesagt, lernt die Sprache kennen und dadurch auch die Kultur. Was auch echt immer hilft, ist, wenn man irgendwie in einen Sportverein beitritt und dann am besten noch die Sprache können. Dann ist es deutlich einfacher, Anschluss zu finden. Ehrenamtliche Tätigkeiten, das hat mir sehr stark geholfen, habe ich mir am Anfang gesucht und habe dadurch meine niederländischen Kenntnisse verbessert und geübt in diesem Umfeld. Da gibt es auch verschiedene, gerade in der Randstadt, verschiedene Volunteering-Programme, wo man mitmachen kann. Und wie gesagt, man muss Geduld mitbringen, man muss proaktiv sein. Die laufen, also das ist, denke ich, in Deutschland genauso. Niemand läuft jemand anders hinterher. In manchen Ländern ist es einfach so, dass jeder direkt mit offenen Armen aufgenommen wird. Hier dauert es doch teilweise länger, bis man in den engeren Kreis sich reinarbeitet, sage ich mal. Es gibt aber auch, wie gesagt, ich habe hier noch ganz viele verschiedene Seiten rausgesucht, für Ehrenamt zum Beispiel, für die Sprache zum Lernen. Es gibt auch eine App, die heißt Meetup, Facebook-Gruppen. Da könnt ihr auch gerne uns immer anschreiben und fragen, aber auch einfach mal Zielwörter eingeben, die Region, wo ihr hinzieht und da mitmachen und einfach einen Post reinsetzen. Ich suche jemanden, der da und da Interesse hat. Dadurch habe ich auch tatsächlich viele Leute kennengelernt. Es gibt auch noch eine Amigos-App, weiß ich jetzt nicht. Ist nicht für jeden hier relevant, sind vor allem auch Studenten, die da drin sitzen, wo man halt sehen kann, wer so rund um einen hin wohnt. Man kann angeben, was will man gerne machen und zum Beispiel einen Spaziergang machen oder einen Drink und dann kann man sich gegenseitig anschreiben. So ist man auch echt easy, schnell in Verbindung
mit neuen Leuten. Ist auch von Altersklasse echt von Studenten bis, ich weiß nicht wie alt, aber ja, großteils doch noch Studenten, hat sich ein bisschen eingebürgert durch Corona. Dann gibt es ja noch Expert-Webseiten, die wir ja haben und mit euch teilen im Nachgang. Jetzt die Frage, sind noch Fragen jetzt zum Abschluss von euch? Sonst könnt ihr mir gerne auch noch kurz in den Chat schreiben, euren Namen und eure E-Mail-Adresse. Dann kann ich euch gegebenenfalls noch weitere Infos zuschicken, wenn da noch was aufkommen sollte. Bekommen wir die Auflistung der Seiten irgendwie von dir zugeschickt im Nachhinein? Genau. Ja. Okay. Wir schicken im Nachhinein eine E-Mail raus. Da sind echt alle drei Workshops, die wir hatten die Woche, auch aufgenommen und mit allen zusätzlichen Infos. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein, danke. Okay. Dann würde ich sagen. Ich habe auch keine mehr. Auch keine mehr, Russell, das ist gut. Auch keine mehr, ja. Nee. Glaubst du oder nicht? Ja, du hast auch gut, das ist super, dass du alles gestellt hast. Und im Nachgang kriegst du dann von mir noch die Infos und dann hoffentlich ist alles geklärt. Wie gesagt, zu allen anderen, die E-Mail-Adresse und Fragen oder ihr schickt mir einfach direkt eine E-Mail oder einen meiner Kollegen. Dann würde ich sagen, dann schließen wir es ab für heute. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, dass es auch interessant für euch war und ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Sorry für mein Deutsch. Ich bin echt leider immer niederländisch, englisch unterwegs. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Deswegen ein bisschen Sprachstörung heute, aber ich denke, ihr habt mich verstanden. genau. Ja, und ich würde mich freuen. Wie gesagt, man konnte ja sich auch einschreiben, um noch mit einem Recruiter von uns zu sprechen. Stellt uns alle Fragen, wenn wir irgendwie helfen können. Ruft uns an, wie auch immer. Ja, dann Aubrey, can you hop in? Yes, thank you so much, Nina. Really appreciate you. I could follow a little bit, but like I said at the beginning, I don't really speak German, so I think I've learned a lot of German and also some nice facts from you today, so thank you. And thank you everyone for being here and for participating. As Nina just mentioned, you'll get an email with the information from the webinar, so you'll have these resources and you'll be able to watch again and watch the other webinars that happened this week as well. And of course, if you have any other questions, feel free to reach out to us. Some of you may have already requested a meeting with a recruiter. They'll contact you personally to plan that in. And if some of you said no originally, but decided that you still want that, you can always still let us know and we're happy to plan that in and talk to you about your personal plans and situation as well. So thank you all for being here. Have a wonderful Friday night and rest of your weekend, and hope to see you some more in email and maybe at future events as well. Thank you and have a great day. And thanks again, Nina, for your great presentation. Thank you, Aubrey, for all the help. Of course. Bye, everyone.